Was läuft und willkommen zurück zu Shovel Knight Plague of Shadows. Ja, wir haben im letzten Part ein bisschen hier auch rumgespielt in der Halle der Helden, in der wir ganz viele, ganz viele wunderschöne Bilder von der Wand geballert haben. Nebenbei haben wir ein bisschen die Ritter trainiert im Umgang gegen Schurken wie uns, was irgendwie total bescheuert ist. Und haben, oder ich habe für heute gesagt, teste mal eine neue Möglichkeit aufzunehmen und versuche es mal auf 60 FPS hochzuladen. Eventuell klappt es ja sogar. Aber wir wollen ja heute unbedingt zu Polar Knight in sein gestrandetes Schiff. Was ein bisschen traurig ist, finde ich, immer noch. Der arme Polar Knight. Da macht es einfach bumm und da ist sein Schiff hinüber. Blöd gelaufen. Ich muss kurz mal einstellen. Hier, was habe ich denn alles eingestellt? Wir springen eine Bomben zu deinen Füßen ab. Ja, nee. Ich gehe erstmal wieder komplett normal, also Standardzeug. Finde ich am Anfang gar nicht mal so dumm. Und natürlich Schwebeexplosion. Um halt ein bisschen sicherer zu landen und so weiter und so fort. Wisst ihr ja alles. Was? Oh. Ah ja. Stimmt ja. Ab dem Abteil wurde es halt wieder wirklich widerlich mit allem möglichen Scheißzeug. Wie zum Beispiel Bomben. Ich habe auch nicht vergessen, hier die ganzen Dinger einzusammeln, die ich eventuell noch haben möchte. Hier diese Münzen. Da wurde ich ja schon vom David gerügt. Hey, sammel die Münzen ein, mi. Und ich so, lass mich. ich will hier hoch. Komm schon. Das kannst du schaffen. Ich glaube an dich. Au. Na, oder ihr bringt mich selbst um. Ist mir auch recht. Muss ich es nicht tun. Und die ganze Bläme dafür einstecken. Bläme? Also, geblämt werden und so, ihr wisst schon. Die Blöße. Wie auch immer. Ich hätte mir eventuell vorgenommen, meine Rüstung zu wechseln. Auf die schöne Rüstung, wo ich nichts verliere, wenn ich runterfalle. Oder nur die Hälfte verliere von dem, was ich eigentlich verlieren sollte und so weiter und so fort. Entschuldigung. Okay. Eventuell brauche ich bald keine Tunika mehr. Na komm schon. Wolf. Fuchslein. Wie auch immer. Au. Ach, mit Plague Knight hat man einfach so einen Vorteil, dass man einfach in der Luft stehen bleiben kann und Gegner abschießt. Und Shovel Knight war so, mimi, ich bekomme Schaden. Rip Wolf. So, da unten ist auch nichts. Da oben ist was. Und da ist ein toter Wikinger. Bombe. Wie auch immer die mich getroffen hat. Ich würde es so gern wissen. Interessiert mich aber trotzdem nachher. Scheiß. Okay. Ich habe die Münze. Hauptsache die Münze. Ja. Weil jetzt kann ich einfach alles überspringen, weil ich ja alles schon habe. Ui. Stirb, Käfer. Hätte der mich runtergeschmissen, dann wäre ich ziemlich wütend geworden. Oder erzürnt. Wow, sniped. Auf Wiedersehen, Wolf. Au. Fällt mir gerade wieder ein, meine ganzen Tonika sind wieder weg. Na super. So ein Mist. Ah, die Eismagie von dem Typen. Ja, da war ja was. Checkpoint. Hallo, du bist tot. Oder auch nicht. Komm schon.
Ey, Knight, du kannst es schaffen. Spring einfach rüber. Komm. Dankeschön. Ah, ein herrliches Gefühl. Ich sehe da drüben eine Münze in der Wand. Das heißt, da ist ein Eingang für irgendwo hin. Außerdem zeigen die Münzen da oben auch schon an. Da ist was. Also. Hallo. Umweg. Das ist fies. Ich wollte mich ducken, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen den Mario-Spielen, wo man sie auch ducken kann und so, aber... Es macht ja keinen Sinn, weil man sich nicht ducken kann. Oder es keinen Sinn hat, sich zu ducken, weil man tanzt ja nur. So ein Mist. Naja, zweiter Versuch. Ich bin dran gekommen an das Gold. Bin trotzdem gestorben. Wie soll ich denn da durchkommen so schnell? Fuck. Wie soll ich daran so schnell durchkommen? Blablabla, mein ganzes Gold ist weg. RIP, mein Gold. Will ich ein bisschen schneller über die Stage springen? Und schon bin ich tot. Mal schauen, hab ich irgendwas? Irgendeine Garn oder so? Rauchbombe, natürlich. Unverwundbar und so. Total vergessen, das Ding. Hab ich ja nie gebraucht. Nie hab ich's gebraucht. So, der Käfer muss als erstes weg. Und dann war ich auch weg. Scheiße. Ey, das ist echt schlimm, wenn man ein paar Tage nicht aufgenommen hat. Hallo. Ich glaube, so ist es doch angenehmer. Ich komme auf diese Zusatzräume nicht klar irgendwie. Ich finde aber schön, wie lange diese Rauchwolke anhält. Okay, gibt's irgendwas? Orbithülse könnte ich machen. Mit wahrscheinlich Komponentenpulver. Nee. Wächterzünder und. Bogenhülse sollte am besten funktionieren. Das gibt's doch gar nicht. Ha! Das gibt's doch. Zum Glück kann ich rüber schweben. Wäre ziemlich ekelhaft geworden, wenn nicht. Hier brauche ich auf jeden Fall was anderes. Ich brauche auf jeden Fall... Brauche ich hier am besten die Sprunghülse mit Leuchtspurpulver. Schwarzpulver sollte am besten reichen eigentlich. Und Standardzünde sollte auch funktionieren. Arcana nehme ich mal am besten in den Bottich. Für den Fall der Fälle. Oder so. Oder ich rutsche einfach da rein in die komischen Stacheln. Ist mir auch egal. Fuck. Das ist extrem unangenehm. So, Rauchbombe. Schöne Unverwundbarkeit. Wächterzünder und Bogenhülse. Ah ne, das Komponentending ist zwar ganz gut. Hat er schön alles explodieren lassen hier. Oder so.
So, Rauchbombe plus Schwebeexplosion. Funktioniert auch. So, dann einmal rüber. Jetzt. Nee, 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 nee. Oh Mann. Da war die Plattform ein bisschen zu langsam. Nee. Wieder so minimal ein Zentimeter. Ich fass es nicht. Tanzen wir ein bisschen. Jetzt aber. Interessant, der dreht sich auch nicht um. Da drüben hinzukommen wird ekelhaft. Aber ich habe eine Ahnung, wie ich das schaffen kann. Naja, so. Irgendwie. Sprunghülse und dann. Ah, die haben noch die Wächterbomben. Wächterzünder drauf. Ah, natürlich uncool. So, machen wir das Kap weg. Oh. Da habe ich das Wolfchen getroffen. Naja, blöd gelaufen. Okay, ich muss jetzt nach oben durch. Münze. Der Wolf ist weg. Der Wolf ist auch weg. Und die Münze da oben wird mir auch gehören. So ungefähr. Ja, funktioniert doch. Noch mehr Stacheln. Aber das ist schon mal das Ende. Hm. Ah, so geht's auch. Ah. Ab an die Kiste. Mist, falsche Richtung die Rauchbombe geworfen. Wollte ich nämlich in die Richtung werfen. Um nach Möglichkeit nicht zu sterben. Kriegsohren, ein wertloses Relikt. Vielleicht will ja irgendwer diesen Teil hier haben. Ich wüsste nicht wer. So, Rauchbombe und bereit und. Wunderbar. Und raus hier. Bonk. Was sind wir jetzt? Okay, auf der anderen Seite da oben. Okay. Noch mehr Stacheln. Ich will da nicht reinspringen, muss ich sagen. Aber ich muss, um meine Lachen zu bekommen. Bombe. Das Ding hat eiskalt überlebt. Krass. Interessant, dass da unten einfach Stacheln sind. Auch nett. So, der ist hinüber. Und ab geht's. Auf Schnee. Zum Glück auf Schnee, sonst wäre ich gestorben. Das hätte ich nicht gut gefunden. Gibt's da vielleicht irgendwas in dem Raum? Nö. Gibt nichts in dem Raum, außer Schnee. Ganz viel Schnee. Ich mag Schnee. Hier bald Winter. Da ist was. Ein Magier. Und eine Bombe. Und ganz viel Schnee. So, ein toter Magier. Wunderbar, wunderbar. Ach, die Kiste passt zu meinen Augen. Naja, oder zu meinem Outfit. Finde ich wunderschön. Ja. So, ich will aber irgendwann mal hier bald an die Dinge drankommen und so. Also, war ich schon da an das Ende da von diesem Level, beziehungsweise an einen Checkpoint. Oh, so knapp. Bombe.
Ach, was soll's, müssen nicht mit. So. Checkpoint. Halleluja. Und weiter. Oh nein, feiert dieser Mist. Funktioniert das nicht mit ihm? Das wäre natürlich super scheiße. Nee, oder? Das funktioniert nicht mit Black Knight. Oh, das ist mies. Okay. Kann er ändern auf Bottich? Oder muss ich jetzt irgendwie versuchen, erstmal mich hier in Sicherheit zu bringen? Ah. Oder auch nicht. Zum Glück hat mir das Schwebeding geholt. Hilfreich. Eins und zwei und drüber. Und eins und zwei und hoch. Und eins, zwei und drei tot. Geil. Ja, diese armen, bescheuerten Ritter ohne Bomben und ohne Flugspezialisierung. Blöd gelaufen, wa? Au! Blöden Wikinger. Ihr blöden, verdammten Wikinger. Wie euch muss man doch die Fresse polieren? Ich verstehe es nicht. Naja. Gehen wir hier raus. Hoffentlich bald ein Checkpoint, sonst habe ich ein Problem. Nämlich vom Schaden her. Muss ich auf jeden Fall noch die Bogenhülse reinmachen. Um ein paar Dinger zu zerstören. So. Au. Au, au, au. So, was soll ich hier? Ein Apfel. Wirklich? Nur ein Apfel? Blöd. Ja, so weiter unten. Ich wette, es gibt viele, die einfach runtergelaufen sind und gestorben sind. Armer Trottel. Da vorne ist eine Bombenstation. Mit einem Tonikum, was ich nicht bekommen habe, weil ich runtergestorben bin. Nee, runtergestorben, runtergefallen bin. Blöd. So ein Mist. So. Zweiter Versuch. So. Ha, ausgewichen. Nicht ausgewichen. Nein. Mein ganzes Gold. Meh, mein Gold ist weg. Ich hasse diese scheiß Wikinger. Die nerven mich. Ja, das ist klar. Aber warum tun sie das so schlimm? Und aufmüpfig. Ich meine, warum... Ich meine, das ist ein Orden und so, ne? Also, man sollte sich schon, aua, helfen und allen Scheiß und nicht bekriegen. Untereinander, meine ich. Verstehe einer diesen Orden. Das sind doch alles Handlanger vom werten Herrn und so, ne? Ich will schon. Dreck. Der werte Herr Dreck. Genau der. Oh, das geht mir aber ordentlich auf Eier. Wie weit soll das gehen? So. Dann hier hoch. Kann das zerstören. Und jetzt einfach erstmal rüberspringen und den Typen da verballern. Mit vier Bomben. So. Und rüber. Heide Witzka. Heide Witzka, mein ganzes Gold ist weg. So, der ist auch weg. Da gab es noch einen Apfel. Apple.
So. Darüber. Einmal hoffen, dass ich nicht von diesem blöden Scheiß wie zerstört werde. Ich nur dieses Scheißding da oben haben wollte. Ob es da oben was gibt. Ah! Das Ding war außerhalb des Bildschirms. Das war arschig. Richtig arschig. Gemein. Was ihr könnt, kann ich auch schon lange. Oh Mann. Und zwar in den Abgrund fallen und sterben. Weil ich diese blöden Treppen nicht beherrsche. Also, Leitern. Ich hasse Leitern in dem Spiel. Das könnt ihr mir glauben. Ach, ich hab natürlich falsche Hülse drin, ne? Ignorieren wir es einfach alles. Du musst auch noch weg. Da komm ich da nicht rein. Der Pläger stellt sich an. Der feine Herr Plague Knight stellt sich mal an wie ein kleines Kind. Mann. Da ist mein Treasure. Mein Treasure. Kommt denn in die Reichweite? Nö. Ist in der Reichweite gewesen. Der einzige Grund, warum er gestorben ist. Bombe. Und Puta. So, Checkpoint. Ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle den Part. Ist ja ein Experiment, wie groß der Part wird und so weiter und so fort. Von daher, Hammertypen. Respawned, krass. Von daher, bin ich raus für heute. Für diese Folge. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter mit dem, ja, auf Land geschlagene Schiff von Paula Knight. Dem Wikinger mit der Riesenschaufel. Oder mit der Scheppe. Oder was auch immer der trägt bei sich. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Kommentar da oder eine Bewertung. Ansonsten hört man sich eventuell im nächsten Part. Auf Wiedersehen, adios und ciao, ciao.